Auch Dalera übrigens hat die letzte Chance genutzt und sich in Oldenburg bei der letzten Station qualifiziert mit dem Sieg. Das ist natürlich ein Pech mit dem Äppeln auf der Diagonalen, aber nichts zu ändern. Jawohl, beide Bundestrainer mit Mütze im Hintergrund. Monika Teodorescu und Johnny Hilberath. Das ist für die beiden hier natürlich auch eine hochspannende Prüfung. Das sind ihre Championatskandidaten von morgen. Uiuiuiuiuiui. So. So geht das mit dem Piaffieren. Das war natürlich schon verdammt klasse hier. Diese Piaffe, sowas von gleichmäßig durch den Körper, deutlich abfußend auf der Stelle. Also das war sicherlich eine der besten Piaffen, die wir heute überhaupt gesehen haben. Und da möchte ich jetzt inklusive des Grand Prix vorhin das Ganze resultieren. Ganz engagierte Stute, die, das sagt man ja so schön, ihren Reiter gut aussehen lässt. Ich meine, Jessica von Bredow-Werndl, die sitzt immer tipptopp auf dem Pferd, aber sie reagiert hier wirklich so auf allerfeinste Hilfen, weil die Stute ganz offensichtlich hoch motiviert ist. Ja, so ein bisschen Aufregung mag schon auch dabei sein, das sehen wir schon mal an der Schweißbildung am Hals. Das ist ja im seltensten Fall die Anstrengung, sondern das ist doch dann meistens eher so ein bisschen Angespanntheit. Oder zumindest kommt das deutlich dazu. Schön mutig rausgeritten. Schönes Seitenbild, ne? Keinen Tuck zu eng, sondern wirklich sehr harmonisch in Verbindung mit der Hand da vorne vor der Reiter. Tief durchgesprungen, deutliche Hankenbeugung. Gut. Wir haben ja alle schon so ein bisschen gewitzelt. Jessica hat ja in diesem Sommer ihr erstes Kind bekommen, Moritz, der auch hier dabei ist, aber eine ganze Menge verschläft vom Turnier, Gott sei Dank. Aber ihr Trainer, Johnny Hilberath, sagte schon, also wenn du immer so aus der Babypause kommst, dann mal weiter. Wahnsinnig, schon in der Balance, in der Kontrolle vom Allerfeinsten. Ja,
hat sie gut nach Hause geritten. Da haben wir jetzt allerdings gesehen, gerade gegen Ende der Serienwechsel, der Einerwechsel, kam doch noch so ein ganz klein wenig Spannung. Da fing der Lehrer an, das Hinterbein eher hoch, die Gruppe eher hoch zu ziehen. Aber pff, da geben wir ihr noch ein bisschen Routine, gar kein Problem, das nimmt sie dann mit. Ja, das will die, ne? Das will die. Ganz aktiv, super gleichmäßig. Und gucken Sie mal, Jessica kann da fast regungslos drauf sitzen. Das Pferd wirklich nur ganz fein unterstützen, weil sie so viel von sich aus auch mitmacht, anbietet. Große Schlusslinie, große Schlusslinie. Halleluja. Also das war eine Spitzennummer. Jessica